Hallo, sagt SV08TV. Der 9. Spieltag in der Oberliga hat die Paarung SV Lippstadt 08 gegen die TSG Sprockhövel auf dem Plan. Philipp Hüwe, der Schiedsrichter des heutigen Spieltages, begrüßt beide Mannschaften. SV Lippstadt 08 in roter Spielkleidung. Ja, mit 2 Siegen in Folge hat man Selbstvertrauen getankt. Mal schauen, ob es heute weitergeht gegen die TSG Sprockhövel. Das dritte Mal fast mit derselben Aufstellung. Kickermann auf der rechten Abwehrseite gibt der Abwehr den enormen Halt, den sie braucht. Gleich in der Anfangsphase Golocek mit einem Freistoß. Sprockhövel kann zur Ecke klären. Wir schreiben die 5. Spielminute. Wieder Golocek, Eckball, Jevrich, Tor! Flugbock kommt, Kopfball. Ja, mein Gott, mir bleiben die Worte im Munde stecken. Adi Jevrich, meine Güte. Ein Schatten seiner selbst in früheren Spielen ist so lange her, aber nun entdeckt er den Frühling im Herbst. Das ist der alte Adi Jevrich, den wir hier alle so kennen und schätzen gelernt haben. Ja, es ist eine Herzensangelegenheit von beiden. SV Lippstadt und Adi Jevrich. Eine Liebesgeschichte der besonderen Art. Nach dem frühen Tor zog sich Lippstadt erstaunlicherweise weit zurück und wollte aus der gesicherten Abwehr heraus das Spiel kontrollieren. Das gelang im Spiel nicht immer. Nach 15 Minuten die TSG mit Hassan Ülke. Aber Marcel Höttecke, der Hühne im Tor des SV Lippstadt, macht sich lang, kommt runter und verhindert so den möglichen Ausgleich. Wer so tief steht, hat natürlich Platz bei Fehlern des Gegners. Zum Kontern hier, Daniello fängt ihn ab. Auf die linke Seite, auf Jevrich, der geht wieder auf und davon. Linksschuss, aber der Torhüter Knips passt auf. Sprockhövel bleibt im Rennen. Und wie? Hotschik auf Ülker, aber Innenverteidiger Nico Niemeyer aufgepasst. Klärt nach außen. Ja, das konnte Trainer Farke nicht gefallen. Noch einmal kleinste Feinabstimmungen unternehmen innerhalb der Mannschaft. Aber kurz danach noch einmal dieser lange Ball. Köhler lässt sich düpieren. Wieder Hülker. 20 Meter Schuss. Aber Marcel Höttecke macht sich lang an die Querlatte. So verhindert er den Ausgleich. Das Spiel plätscherte ein wenig vor sich hin. Lippstadt stand tief und wartete auf die TSG Sprockhövel. Aber die tat auch nicht so wirklich den Gefallen, Lippstadt irgendwie in Bedrängnis zu bringen. Ab und zu tauchten sie mal ein wenig gefährlich vor dem Tor auf. So wie hier ein Schuss. Aber er ging weiter am Tor vorbei. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit, der SV Lippstadt noch einmal druckvoll nach vorne. Hier setzt er sich schön durch. Auf der linken Seite Daniello auf Ramsey, der weiter auf den mitlaufenden Kickermann nach innen. Aber Sprockhövel klärt zur Ecke. Von Ausführen, von Standards haben sie in Lippstadt den Experten Benny Golocek. 44. Minute, diesmal Golocek auf den langen Pfosten und da steht Niemeyer! Tor! 2:0, Lippstadt für 2:0. Kaum zu glauben, 2:0. Eine gefühlvolle Ecke auf den zweiten Pfosten. Knips unterläuft ihn ein wenig, aber da steht Nico Niemeyer. Schiedsrichter Philipp Hüwe hat danach kein Grund mehr weiterzuspielen. 2:0 zur Pause führt der SV 08 Lippstadt. Jetzt geht's weiter. Viel Spaß wünscht Ihnen Weißenburg-Pilsener. Genuss von hier. Und wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann bilde ich einen Spielerkreis. Nein, nicht in diesem Fall. Die Mannschaft macht sich Mut für die zweite Halbzeit, die es in sich haben sollte. Lippstadt von Beginn an der zweiten Halbzeit stand nun höher und setzte die TSG mit Forschecking gewaltig unter Druck. Jevrich hier attackiert den Außenverteidiger, flankt nach innen. Ramsey und Danilo. Aber die Aktion ist noch nicht vorbei. Kopfballabwehr auf Jevrich. Tor! Was ein Tor! Wunderschön! Seitfallzieher! Meine Güte! Was ein Tor! Knieps war in der Sicht behindert, aber wäre auch wahrscheinlich so nicht mehr an die Kirche gekommen. Der SV Lippstadt für 3:0. Was war denn hier los? Ein wunderschönes Tor! Da gab's nichts zu halten. Ein Tor für die Galerie. Ja, ein Tor für das Super Fußballalbum. Super Tore. So kannst du gerne weitermachen, Adi. Kurze Zeit nach dem 3:0 in der 47. Minute machte Lippstadt weiter.
Schöner Ball auf Daniello und der geht auf die rechte Seite. Auf und davon, überläuft die ganze TSG-Abwehr. Flank nach innen, Köhler, Pfosten. Ja, was war hier los? Hier war Stimmung wie in alten Zeiten. SV Lippstadt lebt, ja, er lebt. Und jeder Pessimist, der in der Vergangenheit etwas anderes behauptete, lag hier falsch. Das Spiel beider Mannschaften in der gesamten Spielzeit fair geführt. Nur 3 gelbe Karten, eine davon allerdings hier sehr dunkelrot. Bam, machte es die rechte gerade an Kinn von Kickermann durch Antwi Atier. Mein Gott, das hätte auch die rote Karte sein können, aber Philipp Hüwe beließ es bei Gelb. Zurück zum Sportlichen, der SV Lippstadt weiterhin druckvoll. Die TSG stand hinten drin, war machtlos. Dem Druckvollspiel der Lippstädter, Kickermann, oh, aber Knieps hat da die Hände dran. Eckball, aber immer noch 3:0. Lippstadt und Eckball, ja, da war doch was. Wieder Kolocek, eine schöne Eckball auf den langen Pfosten. Bill Ramsey, nein, so heißt er nicht, Marcel Ramsey zum 4:0. Wieder Kopfball, wieder Tor. Was eine Ausbeute nach Standards. Der SV Lippstadt, ganz klar, Kurs nach oben. Die 420 Zuschauer im Lippstädter Waldschlösschen waren aus dem Häuschen. Ja, ging da noch was? Einer, der hat etwas geträumt und hat es vorher gesagt. Ja, aber das verraten wir erst am Ende. Mit dem 4:0 in der 62. Minute war das Spiel faktisch und praktisch entschieden. Der SV Lippstadt nahm eine kurze Atempause, etwas Dampf aus dem Spiel und so kam es dann auch manchmal zu klein und konzentrierter in ihr Paarensinn. Aber Niemeyer blockt den Ball und weiterspielen heißt es. Nach einer kurzen Verschnaufpause der Lippstädter SV wieder oben auf. Man spielte und kombinierte sich hier in Rage. Ja, wieder rechte Seite, die starke rechte Seite mit Nils Köhler. Ein Lippstädter Eigengewächs, erst 21 Jahre. Kickermann, noch einmal geblockt, Ramsey und Daniello. Glück gehabt, der Ball bleibt in den Reihen von SV, in den Reihen von Kolocek, der heute bärenstark aufspielte. Der mit einem Pass auf Jevrić, Übersicht in die Mitte, Nils Köhler und Heber. Das 5:0, ein Traumtor, ein schönes Tor, sehr schön kombiniert, zu Ende gespielt. Der Keeper von der TSG, Knieps, hat hier auch wiederum das Nachsehen. Und so heißt es in der 72. Minute 5:0 für den SV Lippstadt 08. Ja, wer hätte das gedacht, dass der SV Lippstadt so zurückkommt, so in der Meisterschaft plötzlich in der Tabelle wieder nach oben klettert und Anschluss an das Mittelfeld erhalten hat. Denn eins ist klar, hier gibt es und gab es nur einen Sieger. Um die 80. Minute hatte Lippstadt ausgewechselt. Schröder, John und Traufetter waren ins Spiel gekommen und der besagte Björn Traufetter war heiß. Ja, man sagte, heiß wie Frittenfett. Auch er in aufsteigender Form nahm seine Mannschaft nochmal mit auf die Reise zum Tor der TSG. Hier noch einmal gebremst. Noch waren ein paar Minuten zu spielen, aber der SV Lippstadt war noch nicht satt. Hier der eingewechselte Lars Schröder mit einem super Chip auf Daniello, der wiederum mit dem Kopf direkt auf Schröder. Aber war das abseits? Egal, es geht weiter. Wir sind nun schon in der 89. Minute. Traufetter immer noch hungrig. Duda und Orlowski bringen den Kniesbitter in Bedrängnis und Daniello mit einem Geistesblitz reagiert am schnellsten und erzielt das Tor des Tages. Ha, was ein Dingen. Ja, den musste er erstmal machen. Eigentlich Situation mausetot. Und dann dieses Dingen aus spitzem Winkel, 14 Meter ins leere Tor. Ja, ein echter Brasilianer. Wirklich. Daniello, eine Bereicherung für das Lippstädter Spiel, für den SV Lippstadt 08. Und als ich SV 08 TV schon auf Feierabend einstellte, passierte noch das. Björn Traufetter erzielt mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute das 7:0. Lange, lange, lange muss man zurückdenken. Einige können es gar nicht mehr. Wann es denn genau das letzte Mal war, dass man so hoch am Waldschlösschen in Lippstadt gewonnen hatte. Aber das
Das war nun hier am 9. Spieltag in der Oberliga Westfalen der Schlusspunkt. Björn Traufetter macht sein Tor und bestätigt seine aufsteigende Form bzw. die der gesamten Mannschaft. Die Mannschaft funktioniert, der Lippstädter Kreisel ist formiert und man stimmt sich ein auf die nächsten Aufgaben. SV08TV sagt Ciao und bedankt sich fürs Zuschauen. Die Auflösung, ja, es gab tatsächlich einen, der das Ergebnis hat vorausgesehen, weil er es geträumt hat, so unglaublich wie es klingen mag. Aber er möchte nicht genannt werden. Die es wissen, die schmunzeln. Auf geht's nach Rheine zum 10. Spieltag. Der SV Lippstadt dort nun auf Augenhöhe mit der Eintracht. Applaus 7:0 und ciao, machen Sie es gut.